Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sehen hier den Kahlschlag am Wurmberg. Der Wurmberg ist der höchste Berg von Niedersachsen und da gibt es viele Touristen im Sommer wie im Winter und die haben sich schon gewundert, was hier am Wurmberg so los ist und es gab viel Erklärungsbedarf und deswegen waren die Zeitungen im Jahr 2019, als das hier angefangen hat, auch ziemlich voll mit beunruhigenden Meldungen. Bevor ich Ihnen noch mehr Bilder zu diesem doch recht bedrückenden und erschreckend großen Kahlschlag zeige, möchte ich Ihnen zunächst mal erklären, wie Sie da hinkommen und eine Karte zeigen. Wo ist der Wurmberg? Wo ist der Kahlschlag? Nun, der Wurmberg, das ist dieser Berg hier. Der liegt, wie Sie sehen, nördlich von Braunlage, einem beliebten Touristenort im Harz, und der einfachste Weg zum Kahlschlag ist, Sie fahren mit der Wurmbergseilbahn hier hoch und gehen dann hier in dieser Richtung und dann ist der Kahlschlag hier oben, ungefähr 25 Hektar groß. Die grüne Grenze hier, die Sie sehen, das ist die Grenze des Naturschutzgebiets Wurmberg. Ich zoome da mal ein bisschen ran. Und überall hier rum, um dieses Gebiet hier rum, da ist der Nationalpark. Eine Möglichkeit zum Kahlschlag zu kommen, die bin ich gegangen. Man geht hier vom Königskrug hier zum Achtermann oder zur Achtermannshöhe, wie man sie auch nennt. Eine sehr schöne Aussicht hat man von da oben. Und dann geht man hier diesen Wanderweg und überquert hier die große Bode und ist dann hier, ich zoome ein bisschen ran, am Bösen Hund. Das ist eine Wegkreuzung und da sind die ersten Filmaufnahmen gemacht worden. Ich habe also von hier in dieser Richtung, in östlicher Richtung gefilmt und man sieht in einer Einstellung auch noch die große Bodestraße hier. Ich bin dann hier etwas weiter nördlich gegangen und dann ist hier eine Filmaufnahme entstanden, auch wieder in dieser Richtung. Und die restlichen Filmaufnahmen sind alle hier am Ulmer Weg entstanden hier. Man sieht hier zum Beispiel auch hinter in den Filmaufnahmen diesen Jägerstuhl, von der versucht wird, die vielen Hirsche, die aus dem Nationalpark kommen, zu jagen. Das gelingt fast gar nicht. Man wird hier in diesem Bereich einen Wildschutzzaun sehen und auch hier werde ich nachher hingehen, hier am Ulmer Weg. Da ist ein großer Wildschutzzaun, wo Ebereschen gepflanzt worden sind, hier in diesem Bereich zwischen dem Sötingsweg und dem Ulmer Weg. Eine andere Filmaufnahme wird es noch geben von gepflanzten kleinen Fichten, die stehen hier. Also nochmal, der Kahlschlag ist diese Ecke hier, 25 Hektar rund. Die ersten Filmaufnahmen hier am Bösen Hund, dann bin ich hier weitergegangen und dann entstehen die Filmaufnahmen hier am Ulmer Weg. So, kommen wir zu den Filmaufnahmen. Ich stehe auf der großen Bodestraße am südwestlichen Zipfel des Kahlschlags. Die Wegkreuzung, vor der ich stehe, das ist der böse Hund. Verantwortlich und fachmännisch durchgeführt hat den Kahlschlag der Revierleiter des Forstamts Braunlage, der Herr Laubner. Sein Chef ist Forstamtsleiter Fenner vom Forstamt Lauterberg. Hinter mir in meinem Rücken ist der Nationalpark. Dort hinter den Fichten, die da noch stehen, ist auch der Nationalpark. Und auch rechts von mir ist auch der Nationalpark. Da fließt die große Bode. Jetzt stehe ich etwas weiter nördlich am westlichen Rand des Kahlschlags. Man sieht den Jägerstuhl, den ich eben schon erwähnt habe, wo man verzweifelt versucht, die vielen Hirsche zu schießen, die aus dem Nationalpark kommen und die Verjüngung auffressen. Jetzt bin ich wieder etwas weiter gewandert und zwar auf dem Ulmer Weg, also am nördlichen Rand dieses Kahlschlags. Den Berg, den man im Hintergrund sieht, das ist der Achtermann. Und den Kahlschlag, den man übrigens links jetzt im Hintergrund sieht, das ist die Borkenkäferschutzzone des Nationalparks. Das ist also hier der Ulmer Weg. So, auch das, der Ulmer Weg, jetzt nach Osten fotografiert. Man sieht den Jägerstuhl und man sieht hier die gefällten Fichten.
Übrigens immer dann, wenn Sie eine glatte Fläche sehen an den Baumstümpfen, dann war der Harvester da aktiv. Wenn Sie so eine Stufe sehen auf dem Schnitt, dann hat man mit der Motorsäge gefällt. Das hat man hier beides gemacht. Motorsäge immer dann, wenn der Boden zu matschig war. Es ist moorig hier an einigen Stellen und da kann man den Harvester nicht einsetzen, dann muss man von Hand fällen. Im Hintergrund wieder der Achtermann und im Mittelgrund sieht man auch wieder den Kahlschlag von der Borkenkäfer-Schutzzone im Nationalpark. Rechts wieder der Ulmer Weg. Jetzt stehe ich fast am nordöstlichen Zipfel des Kahlschlags. Hier sieht man jetzt den Wildschutzzaun. Sehen Sie die Pfosten? Das Draht drum. Und das ist also eine kleine eingezäunte Fläche, wo die Hirsche da nicht dran können. Und da wachsen dann junge kleine Bäume. So, ich stehe auf der nordöstlichen Ecke des Kahlschlags. Links sehen Sie grüne Fichten, die leben. Und im Hintergrund sehen Sie den Nationalpark, Sie sehen den Achtermann und die vielen, vielen abgestorbenen Fichten im Nationalpark. Auch rechts hier von dem Ulmer Wilk, wo die beiden Wanderer hier gerade zu sehen sind, würde wieder der Nationalpark Harz anfangen. So, und hier sieht man jetzt die neu gepflanzten kleinen jungen Fichten. Das ist eine Stelle direkt neben dem Ulmer Weg. Nördlich des Ulmer Wegs. Ich habe erst gar nicht gewusst, was das ist. Also ich habe das gar nicht erkannt. Ja, aber die Fichten, die gehören hier hin. Das ist also nicht verrückt, was der da macht, der Förster, der Laubner, sondern die Fichten wachsen im Harz ab einer bestimmten Höhe, ab 750 Meter. Und das ist hier deutlich höher als 750 Meter. Das heißt, es ist hier kalt genug. Feucht ist es auch hier am Wurmberg. Also insofern sind die Fichten hier schon natürlich. Also man kann hier nicht sagen, das wäre hier künstlich und die gehören hier nicht hin und das ist alles Blödsinn, was der Förster macht. Also das hat schon einen gewissen Sinn. Mal sehen, was die Borkenkäfer in 30, 40 Jahren mit den Fichten hier machen. Übrigens, Fichten muss man nicht schützen mit einem Zaun. Fichten werden von Hirschen und Rehen in der Regel nicht gefressen. Da müssen sie schon sehr, sehr viel Hunger haben. So, ein Stück weiter den Ulmer Weg Richtung Wurmberg. Man sieht, hier ist man mit schwerem Gerät gefahren. Das muss übel aussehen, wenn das hier matschig ist, aber jetzt im Sommer ist es gut zu gehen. Weswegen ich das zeige, ist die Stelle rechts. Da haben wir wieder so einen Wildschutzzaun. Und da wird also werden die jungen Bäume werden geschützt gegen den Wildverbiss, gegen Rehe und Hirsche. Und was hier hinter dem Zaun ist, das sind Vogelbeeren. Da sieht man übrigens auch das Holz. Das wird, sagte mir die Revierförsterei, nach China verkauft, weil man in Europa keinen Absatz dafür mehr findet. So, hier sieht man also jetzt die Vogelbeeren, die innerhalb des Zaunes wachsen. Die Vogelbeeren kennen Sie vielleicht, das ist so ein Baum mit im Herbst sehr schönen roten Früchten, weithin sichtbar. Ist ein typischer Pionierbaum, der auf solchen Kahlflächen wächst. Aber normalerweise braucht man den nicht schützen. Ist aber bei Rehen und Hirschen sehr beliebt. Und deswegen muss er hier geschützt werden, die würden die sofort auffressen. Jetzt zoome ich noch so ein bisschen ran und da können Sie sehen, die kleinen Vogelbeeren, die man hier künstlich anpflanzen muss, die würden sich normalerweise auch ganz von alleine mit den Vögeln, die die Beeren fressen, selbst verpflanzen. Man kann von hier den Brocken sehen im Nationalpark Harz und erschrecken Sie sich nicht. Was Sie jetzt in den Blick bekommen, das sind alles abgestorbene Fichten. Die hat der Borkenkäfer alle gefressen.